Air India rüstet auf und bestellt Airbus links, rechts und in der Mitte, wo es nur geht. Dann geht es weiter mit den Flughäfen in Schweden. Da wird jetzt die Fluggesellschaft nach den CO2-Emissionen belastet. Und einige Flughäfen in Europa haben Lustigkeiten, und zwar wollen sie die Kapazitäten im Sommer beschränken. Mein Name ist Lars, ich bin hier für euch, um mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem euch mehr Status zu bringen. Auch Aviation News, deshalb denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch uns ein Like dazulassen. Kommentieren, ganz wichtig. Erstes Thema, wie immer, Air India. Air India möchte Flugzeuge kaufen, die haben 50 A350er, ja, und zwar 50 A350er bestellt. Und mehr als 100 Airbus A321neo. Die Fluggesellschaft ist ja gerade privatisiert worden. Tata ist ja wieder da am Start. Und man hat da einen guten Erfolg verzeichnen können. Und zwar hat man bei der Air India die Vorherrschaft von Boeing weggewischt. Ganz genau. 13 Jahre nach dem Start hat man ja dann einen Erfolg gehabt und jetzt hat Air India die vier Airbusse, die sie damals hatten, die 300er, hat man sich ja dann halt, wie gesagt, auf die 310 und so weiter entschieden. Das war dann aber auch alles, was man sich vorstellen konnte zu bestellen. Und dann hat man sich nach einiger Zeit jetzt die 319er, 320er, 320er Neo, 321er in die Flotte geholt und es sieht danach aus, dass die Airbus-Leute wieder zum Zug gekommen sind. Natürlich ist die Verzögerung bei Airbus positiv gewesen. Das heißt also von Boeing die Verzögerung. Ganz einfach, 50 Langstreckenflieger zu bestellen, ist jetzt nichts, was man eben so aus dem Lamenghammer aus macht. Zuerst hat man ja auch nur gehört, dass es 20 Stück gewesen sein sollen. Aber die Manager von Air India waren in Hamburg und haben da Klarheit geschafft. Auch hat man geschaut, wie der Vertrag bei Boeing ist und da es sich immer mehr verzögert mit den 777X, hat man da anscheinend keine Lust mehr. Auch die A321er Neo sind ein Thema. Die sollen auch schon im ersten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden. Warum ist das ein guter Zug? Ganz einfach deshalb, weil man ja einige Fluggesellschaften wie Aeroflot oder bei Qatar nicht mehr beliefern möchte und da wäre das natürlich jetzt interessant für Air India zu wachsen. Und ich glaube, dass Air India natürlich auch neue Flugzeuge braucht. Wie seht ihr das? Sagt ihr auch, hey Air India, ihr braucht neue Flugzeuge oder ist das etwas, wo Tata in die Leere greift? Ja, und zwar geht es weiter auch mit den Flughäfen in Schweden. Flughäfen belasten normalerweise die Fluggesellschaften nach Gewicht des Flugzeugs oder nach Lärm. Das war ja so eine Zeit lang, dass man das gemacht hat. Jetzt ist es aber so, dass man bei der Swedavia, das ist die Firma, die die Flughäfen in Schweden betreut, dass man sagt, hey, wir möchten auch NOx, also das heißt Stickstoffe und so weiter, das, was in die Umwelt rausgepustet wird, besteuern. Und deshalb hat man eine neue Tabelle rausgebracht, dass man an den Flughäfen Stockholm-Arlanda und Göteborg-Landvetter, also GOT und ARN, da aufgrund einer Entscheidung der Regierung gesagt hat, wir machen jetzt eine CO2-NOx-Besteuerung. Und wie immer im Leben, einige bezahlen mehr, einige bezahlen weniger, aber die Flughäfen werden den gleichen Umsatz haben und werden da halt kein Problem haben, was es zu bewältigen gibt. Ja, natürlich die ganzen Fluggesellschaften, aber auch die Flughäfen, also die ganze Industrie möchte natürlich auch mehr nachhaltig werden und wollen auch CO2-neutral werden. Und da ist das natürlich ein interessanter Weg. Denkt ihr, dass das ein richtiger Weg ist? Oder wie ist das in euren Augen? Auch ist es so, dass man in Schweden, aber auch gerade in den skandinavischen Ländern diese Flugscham kennt. Und diese Flugscham
jetzt diese Blüten treibt? Oder ist das keine Blüte, sondern ein richtiger Weg, um die Leute zu incentivieren, dass man dort weniger verbraucht? Weil wenn man das anguckt, die Aviation macht ungefähr 2% von der globalen CO2-Emission aus und in Schweden sind das sogar 5% von der gesamten CO2-Ausstoß, die da sind. Was wollen wir damit machen? Ist das etwas, wo ihr sagt, hey, das ist gut, oder sollen die sich um ihre Schlangen kümmern oder um die Passagiere, dass die schneller ins Flugzeug kommen? Was ist eure Meinung dazu? Da bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze seht. Das Erste, was dann passiert ist, ist, dass der Flughafen Amsterdam Schiphol, der hat Folgendes gemacht, und zwar hat er ganz einfach gesagt, hey, wir limitieren die Menge an Passagieren, und zwar pro Tag 13.500 Sitze. Und damit wäre dann natürlich ein Riesenproblem. Warum? Ganz einfach. Fluggesellschaften haben natürlich schon Flüge, ja, die haben sie schon gescheduled, wie das so schön im Englischen heißt. Und da ist man natürlich nicht happy, wenn man da einfach die Flugzeuge nicht mehr voll machen darf. Und wir haben ja auch gesehen, dass Amsterdam da ganz knallhart Probleme hatte, mit den ganzen Kunden und Kundinnen klarzukommen, dass auch KLM an einem Wochenende auch mal 20 Flüge oder ein bisschen mehr, sagen sogar 42, wenn ich es richtig im Kopf habe, mal leer nach Hause mussten. Und es ist halt natürlich so, dass das ein Riesenproblem ist, dass die Passagiere jetzt dafür bezahlen, dass die in Schiphol da nicht an Gas geben können. Und ist das der richtige Weg, damit die Leute zivilisiert und kultiviert ins Flugzeug reinkommen? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, hey, die müssen da ihr ganzes Zeug erstmal wieder klarkommen und müssen einfach sagen, hey, Leute, guckt, dass ihr Personal kriegt, das ist nicht mein Problem. Weil dann kam nämlich jetzt das Nächste. Das Nächste ist, dass die Freunde vom Gatwicker Flughafen auch im Sommer die Kapazitäten reduzieren. Und wenn man sich das mal anguckt, dass nach dem Reisechaos, den man ja überall in England auch hatte, dass man jetzt einfach damit Flugausfälle verhindern will, weil man sagt ja auch, und genauso sagt man das ja auch in Schiphol, hey, wenn wir das nicht reduzieren, dann verpassen die Leute die Flugzeuge. Und viele geplante Flüge, die nun ausfallen werden, das ist doch ein Riesenproblem. Und man sagt zwar, dass der überwiegende Teil stattfinden soll, aber hat auch erfolgreich Leute eingestellt. Nur die 400 Mitarbeiter anscheinend bringen es in Gatwick auch nicht. Wenn man jetzt nicht mit dem entschiedenen Handeln darauf abzielt, den Flughafen abfertigen und den Airlines damit zu helfen, dann müssen halt die Fluggesellschaften auch die Ressourcen verbessern. So sinngemäß ist es das, was die Flughäfen denken. Was sagt ihr dazu? Sagt ihr dazu, hey, das ist etwas, was toll ist oder nicht? Wenn wir einfach über den Teich kommen, dann gibt es den Pete Buttigieg oder Buttigieg, ich glaube Buttigieg. Vielen ist er von euch vielleicht bekannt, weil er ja Präsidentschaftskandidat werden wollte und er ist Transport Secretary, Pete Buttigieg, um ganz genau zu sein. Und er hat den Airline-CEOs gesagt, ja, man muss jetzt ab und zu mal einfach auf die Stopptaste drücken und damit man halt da nicht das Reisechaos nochmal wiederholt, was man ja schon über die Feiertage hatte. Und die beiden Administrationen, der er ja angehört, sagt, man sollte irgendwie da jetzt reduzieren. Und es gab da auch virtuelle Meetings und gab da auch gestern am Donnerstag viel Tohuwabohu. Und das ist in meinen Augen ein Riesenproblem. Der hat auch gesagt, ich habe sie wissen lassen, dass wir im Moment darauf zählen, dass sie der reisenden Öffentlichkeit eine schöne und gute Erfahrung liefern. Ja, das finde ich auch ganz toll, aber hey, ist ja irgendwie sehr sozialistisch, dass man in Amerika, wo es eigentlich nach Geld geht, jetzt auf einmal wieder die Flugsachen einschränken und reduzieren möchte. Und glaubt ihr, dass die Amerikaner auch anfangen, Flüge zu
stornieren, so wie es die Lufthansa getan hat oder wie es andere Flughäfen, Fluggesellschaften tun und Flughäfen fordern, dass man da in der Industrie einfach diese, ja, dieses penetrante nicht genug Mitarbeiter haben, dadurch reduziert, dass man einfach die Kapazitäten rigoros einschränkt? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, hey, das ist nicht deren Auftrag, das ist nicht deren Problem, die sollen da einfach mal den Ball flach halten? Ein Thema, was auch weniger Ball flach halten ist, ist Iberia Plus. Da kann man mit bis zu 50% Bonus Avios kaufen bis zum 24. Juni. Und zwar ist das neue Angebot sehr interessant in meinen Augen. Man kann 100.000 Avios bei Iberia kaufen und damit hat man das auf 200.000 erhöht und nochmal mit den 50% wäre also maximal 300.000 Avios möglich. Es fängt da an bei 1.000 Avios, die kosten in Euro 36 Stück, also 36 Euro die 1.000 Stück und dann geht das halt weiter bis maximal die 150.000, die kosten dann 2.705. Damit wären das in dem Fall die höchste mögliche Ausbeute bei 150.000 plus 75.000 gleich 225.000. Einmal kurz. Ha, Trockengerede. Kein Wasser da, muss ich mal einen da mehr. Also kaum wieder im Studio geht das ja auch wieder los. Ja, man kann natürlich die Meilen auch kaufen und dann hin und her schieben zu British Airways. Da es ja mit den Avios genauso ist. Wichtig ist auch, dass jeder daran teilnehmen kann, die bei Iberia Plus Teilnehmer sind. Die normalen Bedingungen gelten natürlich hier wie immer bei den Avios-Käufen. Ihr denkt daran, dass es vielleicht bei Qatar eine Möglichkeit gibt, die einzulösen. Und da muss man die halt wirklich zuerst zu British Airways rüberziehen. Ich finde es eine gute Idee. Ihr könnt ja unten schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, hey, Avios, geil, kaufe ich oder nee, eher nicht. Also insofern freue ich mich auf eure Kommentare, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht und natürlich ein Like da lasst und ich sage immer wieder, kommentiert, kommentiert, kommentiert. Ja, da suche ich doch schon wieder meine Fernbedienung, um euch auszumachen. Also da habe ich sie gefunden. Also danke, dass ihr heute wieder dabei wart und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei Frequent Traveler TV Takeoff. Also bis dann, ciao.